Nein, Moment, nicht, danke. Vielen Dank. Oh, hier sitzt aber tief, ey. Mal los. Jo, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Herzliches Willkommen den Gästen aus Braunschweig mit Peter Vollmann und natürlich mit dem Trainer Marco Antwerpen. Marco, bitte deinen Kommentar. Ja, ich glaube, wenn man hier nach Duisburg fährt, dann muss man sich was einfallen lassen, um so eine herausragende Offensive, glaube ich, zu stoppen und diesen Spielstil, den Duisburg pflegt, dann halt zu stoppen. Und ich glaube, das haben wir über viele Zeit im Spiel hinbekommen. Ich glaube, erste Halbzeit durch eine Standardsituation, glaube ich, eine Torchance, aber das passiert, das kann in jedem Spiel passieren. Sonst glaube ich, generell, glaube ich, richtig gut verteidigt. Kontersituation leider nicht ganz so ausgespielt, wie wir uns das vorgestellt haben. Da hatten wir noch nicht so diesen Zug zum Tor, den wir gebraucht haben, um gefährlich zu werden. Machen dann aber auch durch eine Standardsituation das 1-0. Und ja, da waren wir, glaube ich, schon richtig in der Partie drin, sehr präsent. Und ja, unser Ziel war es dann, erstmal den Druck in der zweiten Halbzeit vom Tor wegzuhalten. Ich glaube, auch das ist uns gut gelungen. Und dann kamen, glaube ich, die Wechsel von Duisburg, und die waren natürlich auch nochmal mit sehr viel Qualität hinterlegt. Und dann ist es dann auch schwierig, das die ganze Zeit immer weiter weg zu verteidigen, und haben leider dieses eine Gegentor bekommen. Danach vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt noch, dass wir im Spiel waren, dass wir nicht 2-1 hinten liegen, und hinten raus, glaube ich, dann sogar nochmal die Möglichkeit für uns, 2-1 in Führung zu gehen. Aber ich glaube, wir können mit diesem Punkt leben. Ich glaube, wir haben hier eine engagierte, gute Leistung gezeigt, auf die wir aufbauen können. Und ja, wir starten gerade so einen Prozess, dass wir uns als Mannschaft weiterfinden und ja, einen Zusammenhalt herstellen. Und ich glaube, auch da haben wir einen Schritt nach vorne gemacht, und deswegen sind wir sehr optimistisch, dass wir das weiter fortsetzen. An Thorsten, wie immer, viel Glück noch weiter für die Saison, und reg dich nicht immer so auf, habe ich dir gerade schon gesagt. So, jetzt mal nichts. Thorsten, bitte. Ja, euch natürlich auch das nötige Glück in den kommenden Spielen. Und ich glaube, Marco hat es ein bisschen angedeutet. Man hat einen großen Respekt gespürt, der Braunschweiger uns gegenüber. Für uns war es total schwierig, diesen ja, tiefstehenden Riegel auszuspielen. Und da liegt eben die große Kunst drin, dass du als Mannschaft weißt, du musst permanent Lösungen finden. Und trotzdem auch die Achtsamkeit haben, dass du im Konterspiel eben immer eine gute Restverteidigung hast. Und dann muss ich sagen, haben wir in vielen Dingen eben, gerade was die Restverteidigung angeht, haben wir sehr gut gestanden, konnten direkt eben auch ja, erste und zweite Bälle wieder zurückholen. Aber wir waren halt permanent damit beschäftigt, eben eine Lösung zu finden, hinten in die 16er reinzukommen. Und in der Halbzeit haben wir dann das eine oder andere nochmal angesprochen, und ich glaube, man hat dann schon gemerkt, dass mit dem Druck, den wir entfacht haben, und auch dann die Möglichkeiten, dann in den 16er reinzukommen, denke ich, war es verdient, dass wir ja, diesen Punkt da für uns noch ergattert haben, weil es, wie gesagt, ein schwieriger Moment war. Aber es ist für mich, Ingolstadt hat hier gespielt, und jetzt die Eintracht, zwei absolute Top-Favoriten, eine Respektsbekundung uns gegenüber, dass man sich so stabil defensiv präsentiert und uns das Leben schwer macht. Und ich zoll meiner Mannschaft dann für das den größten Respekt, weil es unglaublich schwierig ist, eben sich dort durchzuspielen und diese Geduld zu bewahren. Und das haben wir heute gemacht. Von daher, denke ich, ist es okay, wenn man dann sieht, ganz zum Schluss nochmal die Chance, die die Braunschweiger hatten, dass es dann so ausgeht. Natürlich wollen wir auch einen Dreier haben, aber vier Punkte zu holen gegen Eintracht Braunschweig vor der Saison, ich glaube, es hätte nicht jeder unterschrieben bei uns hier in Duisburg mit meiner jungen Truppe, die wahnsinnig lernt und auch solche Momente eben halt auch für sich weiter im Prozess verarbeiten muss. Nochmal, Marco, für dich alles Gute für die nächsten Spiele. Und viel Glück mit der Eintracht. Danke, Thorsten. Bitte, eure Fragen. Jochen Roll, bitte. Ja, Thorsten, du hast es schon angesprochen. Wenn schon Mannschaften wie Ingolstadt und Braunschweig hier sehr defensiv massiert sich hinten reinstellen, was erwartet den MSV in den restlichen Heimspielen? Muss man da vielleicht auch noch mal schauen, wie man dann verstärkt gegen solche Riegel vorgehen kann?
Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass wir das nicht schon öfters gespürt haben, und wir haben immer noch mal diese Möglichkeit eben, ja, und das ist auch wichtig, ja, dass wir Rückstände dann auch drehen können. Wir zeigen ja auch in dem Moment, dass wir körperlich auf absoluter, ja, in absoluter Top-Verfassung sind und da immer wieder nachlegen können. Aber das ist auch nicht despektierlich gemeint, das ist legitim, zeigt nochmal eben den Respekt, den wir uns erarbeitet haben mit unserer Art zu spielen, und den Respekt davor, ja, uns in Schach zu halten. Aber was wir brauchen, ist eben dann jetzt aus diesen Spielen wieder Lösungen mitzugeben für die Jungs, damit wir ja, in Zukunft dann noch mehr Torchancen uns erspielen. Noch eine Nachfrage bei deiner Vergangenheit. Traust du der Eintracht noch zu, eine gewichtige Rolle im Aufstiegskampf mitzuspielen? Ja, ich war überrascht über die Schärfe, die drin war jetzt vor der Partie, weil der Tabellenstand und die Tabellensituation war für mich eben so, dass ich sage, Ruhe bewahren. Aber das ist immer leicht gesagt. Aber für uns ist es ein Konkurrent jetzt, ja, und wir haben den Konkurrent auf Distanz gehalten, und ja, das ist alles möglich. Am liebsten wäre, wenn wir beide irgendwann mal da sitzen und sagen, hey, wir haben eine Sensationssaison gespielt und wir freuen uns beide, und was wir es geschafft haben. Aber bis dorthin ist es für beide, denke ich, ein langer, langer Weg noch. Herr Mankiewicz, bitte. Herr Lieberknecht, was hat Sie so aufgeregt, dass man Sie nach dem Spiel beruhigen muss? Es ging eigentlich gar nicht ums Spiel drumherum. Jetzt hat mich der Marco hier voll reingeritten. Es ging mir eigentlich mehr darum, dass die Wartezeiten für euch Journalisten, aber insbesondere eben nicht euch schreibende Zunft, sondern die wartende Zunft vom Fernseher, dass die immer so lang brauchen und wir da eine halbe Stunde warten müssen. Spieler, die geschwitzt sind, dann draußen rumstehen. Ich denke, da werden wir auch eine Lösung finden. Und das hat mich kurz aufgeregt, aber... Also ich habe heute schon keinen Spieler von uns mehr draußen gesehen. Ja. Also, hast du... Na, egal. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Marco, euch guten Heimweg. Dankeschön. Viel Erfolg in den kommenden Wochen. Und uns natürlich auch, Thorsten. Jo, danke fürs Kommen. Gutes Wochenende. Dankeschön.